Hey, hey, was geht, ihr Rankschwitzer und Lockerzocker da draußen? Juri hier und heute zeige ich euch wieder ein paar Spots, wo ihr eure Gegner überraschen könnt und ein paar Kills machen könnt. Wir fangen an auf der Karte Border, heißt die auf Englisch. Und hier, wie ihr gerade gesehen habt, da draußen ist dieses eine Fenster schon mal. Aber bevor wir da rausgehen, zeige ich euch erstmal einen drin. Ihr klettert hier drauf auf den Computer, braucht ein paar Mal. Und dann klettert ihr hier auf dieses Regal. Ja, das dauert auch ein bisschen. Aber wenn ihr das ein paar Mal gemacht habt, dann geht das. Ich weiß nicht, ob das man als Glitch sehen kann oder ganz normal hochgeklettern. Das sei euch überlassen. Aber von diesem Spot aus könnt ihr das Fenster da drüben sehen, falls die versuchen da reinzukommen. Je nachdem natürlich, was ihr verteidigt, die Bombe hier drin oder halt Gefahrgutbehälter. Da drüben seht ihr die Tür und die Luke. Falls ihr zum Beispiel die Bombe unten habt in den Toiletten, dann versuchen viele auch halt über die Luke zu kommen. Falls ihr da irgendwie einen getötet habt und er verletzt liegt oder sonst was und da ihr trotzdem da noch raus wollt, dann klettert ihr da einfach rüber und dann könnt ihr runterspringen. Hier dieser Spot, wie am Anfang des Videos, ihr könnt hier aus dem Fenster rausspringen, nach links nach unten gucken, nach rechts zum Fenster gucken, wenn die Bombe unten seid und nach oben, falls die da irgendwo seilen. Also das ist ein ziemlich guter Spot, aber ihr müsst aufpassen, dass da niemand schon auf euch wartet draußen oder halt schon vorher aimt. Am besten eine Wallecam rausschmeißen oder irgendwie sowas. Ein weiterer Spot, den ich für mich persönlich benutze, ist, wenn ihr hier unten verteidigt und diese zwei Wände hier schon mal verstärkt habt, da unten müsst ihr halt aufpassen, falls ihr trollen wollt, da kann man Granaten reinwerfen, da kann man Granaten von unten und die Decke ist nicht sicher, also hier würde ich ja eher weniger versuchen zu trollen, aber wer es mag. So, was ich eigentlich euch zeigen wollte, ist hier zum Beispiel, da kann man ja klettern, das wird angezeigt, ihr schießt einfach diese Kiste hier weg mit der Pumpe und dann klettert ihr hoch. Ohne Pumpe wird es schwierig, weil ich habe ein paar Mal probiert, aber ihr verbraucht viel zu viel Muni. Aber mit Pumpe geht es ganz gut. Ihr schießt die Kiste weg und könnt dann rüberklettern. Entweder dort stehen bleiben oder halt im letzten Moment rüberklettern, wenn die irgendwie versuchen da zu defusen oder sonst irgendwas. Ja, dieser Raum ist ja allgemein ein bisschen schwieriger zu verteidigen, da die von außen vor der Haupttür stehen und hier zum Beispiel reinschießen. Ihr könnt natürlich euch sonst wo verstecken, hier eine Cam draus werfen zum Beispiel. Und ja, die greifen halt immer hier an und versuchen durch dieses kleine Fenster zu kommen, wo ich jetzt mit dem Rücken stehe. Aber da drüben ist ja der Serverraum und da sind ja Wände, die man kaputt machen kann. Ja, was ich immer mache oder oft, ich gehe da rein und mache diese Wand hier zu, diese Tür hier zu. So, dass falls sie mich versuchen von der Seite zu holen, dass ich auf jeden Fall höre, dass da jemand versucht durchzukommen. Und dann schieße ich mir ein Loch. Dieses Loch, ja, in dieser zweiten Wand sozusagen, hier nach dem Metall hier. Dann so schräg rüber zum Fenster und ihr habt dieses Fenster im Blick. Ihr könnt doch eigentlich ein Loch hier rechts noch schießen. Ja, zwar ein bisschen daneben, aber so. Natürlich reicht auch ein Loch. Ihr könnt dann zum Beispiel so immer durch dieses eine Loch immer rechts und links gucken. Aber ist halt blöd, weil wenn ihr zum Beispiel durch dieses linke Loch, so wie jetzt, guckt, dann habt ihr schon mal rechts so aus dem Augenwinkel, falls da mal einer durchs Fenster reinklettert und euch holen will. Was ich auch ab und zu mache, nicht immer, je nachdem wie gut die Gegner halt sind, ne, müsst ihr halt auch ein bisschen aufpassen und ein bisschen einschätzen können. Ich schmeiß halt einfach mal eine C4 hier dran. Und wenn die mich versuchen dann zu holen, also die C4 sieht man von außen natürlich nicht, man hört sie eventuell piepen, falls die Leute aufmerksam genug sind, ja, aber er sieht sie hier nicht. Und wenn er versucht reinzukommen, muss ich da nicht mal hinschießen, sondern ich zünde einfach C4 und er ist sofort tot, selbst wenn er ein bisschen so schräg hinten steht. So, nächster Spot ist auf der Map Herford, wie ihr seht, ihr geht ganz hoch und dieses eine Fenster, ihr könnt da schräg nach unten zu den Garagen gucken. Ja, manche werden vielleicht den Spot schon kennen, aber ich werde dennoch selten von da oben getötet oder angeschossen oder irgendwas. So, deswegen habe ich gedacht, ich zeige euch den mal. Ein weiterer Spot auf der Map Herford ist, wenn ihr Angreifer seid. Viele verstecken sich ja zum Beispiel hier unten und in diesem Raum, hier ist ja auch eine Bombe und bewegen sich halt ständig da rum, entweder hinter der Bombe, hinter den Arbeitstisch, je nachdem, die gucken da halt, wo sie sich verstecken können. Klar ist es jetzt kein Spot, wo ihr jetzt safe jemanden holen könnt, aber wenn der Gegner da ein bisschen Panik kriegt und da umher in den Raum läuft, könnt ihr den auf jeden Fall wegholen. Zum Ersten, ihr könnt da hier so nach unten reinschauen, ihr könnt hinten die Fässer sehen und ihr seht das hinter dem Arbeitstisch, die Ecke, also fast komplett hinter dem Arbeitstisch.
Ein weiterer Spot ist auf deinem App-Kanal und zwar in dieser Küche. Ja, der Spot ist nicht wirklich so zum Schimmeln und zu warten, bis die Gegner kommen da wo, oder vorbeilaufen, wo ihr, so ein bisschen, wo ihr auf sie ein bisschen sprayen könnt, sondern ich benutze den Spot eher, wenn ich Streuner bin und ich gejagt werde, dann renne ich schnell in die Küche, lege mich hier unter den Tisch, die rennen mir hinterher, rennen rein und übersehen mich, laufen an mir vorbei oder sonstiges. Jo, die letzten drei sind nicht so spektakulär, sind auf der Map Yacht, die eh kein Mensch mag, aber falls ihr die mal spielen müsst, ist hier der, zum einen könnt ihr da ein bisschen Spawn treffen mit C4, falls da welche gestartet sind, rennen die da gerne schnell hoch, bei Casual, bei Rang nicht so, je nachdem was halt für Rang die Gegner haben, müsst ihr aufpassen. Wenn ihr nichts trifft, vergeudet ihr halt natürlich C4, müsst ihr auch aufpassen, ne? Unten zum Beispiel diese eine Tür, wenn ihr unten verteidigt, könnt ihr ja schon mal an der Tür auf sie warten. Da sind ja diese ovalen Löcher und da kann man die Gegner sehen, wenn sie versuchen an die Tür ranzukommen und da dagegen zu schlagen. Da könnt ihr direkt schon mal sprayen, ab und zu gibt es einen Lucky Headshot. So in diesem Fall zum Beispiel, der Gegner ist ein bisschen weiter hinten. Und ja, den habe ich kurz gesehen, sag direkt, okay, es war kein Headshot. Ist euch eigentlich aufgefallen, wie witzig die Waffendesigner sind? Der arme Papagei. Ja, den Spot kann man natürlich auch von außen benutzen, indem ihr hier einfach euch platziert. Da könnt ihr schräg nach hinten gucken zu dieser einen Ecke und wenn ihr da versucht euch irgendwie ja, zu challengen und zu gucken zur Tür, könnt ihr den wegholen. Ja, der letzte ist hier oben, habt ihr gesehen. Das war's, danke fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, benutzt den Daumen, abonniert, würde mich riesig freuen. Bis zum nächsten Mal.